Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Gravel Pete LP, heute mit einem neuen Let's Build in 3 Minuten. Nachdem wir nun im letzten Part Gravel Pits gebaut haben, werden wir uns nun einem neuen Wort widmen. Und zwar einem Wort, was ihr euch ja schon so lange gewünscht habt. Nein, es ist nicht der sterbende Justin Bieber. Der wird vielleicht irgendwann mal kommen, obwohl ich das ein bisschen makaber finde und auch nicht weiß, ob das so vereinbar ist, also ob man das hier so bauen dürfte oder ob das dann nicht gegen irgendwelche Community-Richtlinien verstößt. Ich weiß es nicht, da muss man sich erstmal schlau machen. Sondern wir bauen heute, und deswegen kann ich euch leider auch nicht sagen, von wem die Idee ist, weil es einfach so viele waren, die die Idee hatten und ich da gar nicht mehr durchblicke, wer das jetzt zuerst gemacht hat und wer nicht. Ja, die Idee ist Super Meat Boy, ja, wir werden Super Meat Boy bauen. Zu Anfang möchte ich sagen, der Super Meat Boy wird bestimmt nicht so schön aussehen wie beim Halo Freak oder beim Kimmeray oder wie auch immer. Nee, meiner wird wahrscheinlich der größte Schrott, den ihr je gesehen habt. Aber okay, ihr wolltet Super Meat Boy haben, ihr kriegt ihn jetzt und ich werde ihn euch einfach bauen. Auf drei geht's los! 1, 2, 3! Wow! Und ich habe mir auch kein Pixel Art angeguckt vom guten Meat-Klumpen, sage ich mal so, dass ich jetzt hier, also, wartet mal, ich muss bauen, diese, wir werden einen kleinen Meatboy bauen, ja, also das ist schon mal klar. So, nein, und zwar muss man ja, der hat ja Füße, die Füße habe ich jetzt gerade, wollte ich gerade darstellen. Ob das wirklich mir so gelungen ist, ist eine andere Frage, ob ich den Klotz so hinkriege, ist wieder ein anderer. Der Super Meatboy wird schon jetzt scheiße aussehen, oder besser gesagt, ich finde, er sieht schon jetzt scheiße aus, aber egal, das ist halt Super Meat Boy, da kann man nichts machen. Der sieht... Nein! Boah, ich komm schon jetzt durcheinander! Was ist denn da los? Hier kommt der hin. Mach doch mal! Boah, Gravel TT, mach hinne! So, jetzt bauen wir das hier. Passt auf, Leute. Jetzt geht es ab. Jetzt hat er schon gar keinen Platz mehr für Augen, ne? Scheiße, und wo soll ich den Mund... Oh Gott! So, Super Meat Boy hat auf jeden Fall 2 Füße. Das sollte man erkennen können, oder auch nicht. So, wir bauen jetzt hier erstmal alles hin, ohne die Fresse zu bauen und... Ey! So, komm schon. Bau doch den Meat Boy. Das muss doch gehen. Das muss doch stehen. So, komm. Oh, ich weiß ja nicht, wie ich das machen soll, Leute. Jetzt gleich ist das ein Riesenproblem mit den Augen und so. So, egal. Erstmal das Grundgerüst hier machen. Den Rest kann man sich dann immer noch hinterher überlegen. A, B, C. So, was haben wir? Wow, wir haben schon 1,30 weg, ey. What the fuck? Okay, passt auf, Leute. Hier werden wir jetzt die Augen reinbauen. Ich weiß nicht, ob das hinterher aussieht. Wahrscheinlich nicht. So, Moment mal. Zwei Abstand. So. Komm, Meat Boy. So, und jetzt bauen wir hier. Ach du Scheiße, sieht das behindert aus. Ja, okay, der hat den Mund etwas nach da gesetzt. Sieht ja schon jetzt scheiße aus. What? Mein Gott. Nein, Alter. Oh, nur noch ein paar Sekunden Zeit. So, komm. Boah, scheiße, Mann! Komm. Ich kann... Boah. Puh, 10 Sekunden haben wir noch. Ja, mehr schaffe ich nicht. Ich muss jetzt so bleiben. Ja, Leute. Sieht halt behindert aus. Oh, ich kann das nicht, Leute. Ich kann solche Pixel-Arts nicht in 3 Minuten machen. Oh, da hinten schwimmt immer noch die DNA rum. Ach so, da muss ich mich korrigieren im Übrigen. Das muss ich jetzt mal kurz sagen. Die hat nicht 3 Basen dazwischen drin, sondern 4 Basen. Das habe ich falsch gesagt. Also nicht, dass ihr das falsch jetzt behalten habt. Also DNA hat 4 Basen drin. Mein Gott. So, also, ja. Das ist mein Meat Boy, Leute. Seht ihn euch an, in 3 Minuten erstellt. Der ist doch super Meat Boy, oder? Findet er nicht. Aber der ist doch wirklich sehr schön. Und ja, ich weiß, der von Halo war besser, der von Kimmeray war besser. Der von jedem, der es macht, ist besser als meiner. Ich weiß. Aber, okay. Ich hab's versucht in 3 Minuten. Das ist dabei rausgekommen. Und
Ja, jetzt seid ihr natürlich an der Reihe und zu sagen, hey, wie findet ihr die Idee? Also einige, ich denke mal, ihr werdet die alle gut finden, weil viele wollten das halt sehen, wie ich den baue. Und dann, die Füße sehen so verkackt aus, ne? Ganz im Ernst. Und ja, die Schnute sieht auch eher aus wie so ein, oh, so ein ganz, so ein Smiley, der sich wundert, so, oh nein. Und ja, wie findet ihr die Umsetzung? Also wenn ich mir selber eine Note geben würde, würde ich sagen, ja komm, eine 3 minus bis 4 plus ist das noch in der Zeit und vorher nicht geguckt, wie man sowas machen kann, aber mehr auch nicht. Und jo, für euch zur Info, viele haben sich auch gewünscht, ey, macht doch mal wieder mit anderen was zusammen, wird kommen, ja. Ich habe einige Let's Build in 3 Minuten mit anderen Let's Playern jetzt auch geplant, die noch kommen werden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Wer das ist, möchte ich noch nicht verraten. Aber einige werden da auf jeden Fall noch kommen, mit denen wir was machen werden. Also freut euch da auf jeden Fall drauf. Und oder ihr könnt euch drauf freuen. Und jo, in dem Sinne sage ich dann bis zum nächsten Part. Vielleicht ist im nächsten Part schon jemand anders dabei. Ich weiß nicht. Also, bis dann. Tschüss.